Würzburg, die größte Stadt Unterfrankens und Sitz dieses Regierungsbezirkes. Rund 124.000 Einwohner bevölkern die Stadt, die von zwei Seiten vom Main umgeben ist. Oberhalb der Stadt befindet sich die bekannte Festung Marienberg. Am 1. Mai 704 wurde Würzburg erstmals urkundlich erwähnt. Würzburg ist eine klassische deutsche Universitätsstadt. Die 1402 als Hohe Schule zu Würzburg gegründete Julius-Maximilians-Universität ist hier ansässig. Seit 1981 sind die Würzburger Residenz mit Hofgarten und der Residenzplatz UNESCO-Weltkulturerbe. In Würzburg gibt es drei Bahnhöfe, Süd, Zell und den großen Hauptbahnhof, den ich euch nun genauer vorstelle. Der heutige Würzburger Hauptbahnhof entstand 1863 als Ersatz für den alten Ludwigsbahnhof, der als Kopfbahnhof bereits 1854 in Betrieb ging. Der Würzburger Hauptbahnhof ist ein Fernverkehrsbahnhof. Das Empfangsgebäude wurde im Laufe der Zeit nur wenig verändert. In der Empfangshalle befindet sich ein DB-Reisezentrum, ein DB-Service-Point, Lebensmittel- und Buchläden sowie weitere Geschäfte. Für Imbissmöglichkeiten ist ebenfalls mehrfach gesorgt. Ein bekanntes Fastfood-Restaurant rundet das Angebot ab. Am Würzburger Hauptbahnhof bestehen Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Straßenbahn- und Buslinien. In den 80er Jahren wurde mit dem Bau der Neubaustrecke Würzburg-Hannover auch die Gleisanlagen des Hauptbahnhofes erweitert und erneuert, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Ausfahrgeschwindigkeiten der Züge stiegen von 40 auf 60 bzw. 80 km/h. Die Gleisanlagen werden von zwei elektronischen Stellwerken und von diesem Relaisstellwerk aus dem Jahre 1984 gesteuert. Die Züge im Würzburger Hauptbahnhof halten an den Gleisen 2 bis 11. Das eigentliche Gleis 1 hat keine Zugbedienung mehr. Der Bahnsteig wird als Parkplatz genutzt. Die Gleise 4, 5 und 6, 7 werden von Regional- und Fernverkehrszügen angefahren. Die Gleise 2, 3, 8, 9 und 10, 11 hingegen sind nur für den Regionalverkehr vorgehalten. Alle Bahnsteige sind auf 76 cm erhöht. Die Aufgänge von der Unterführung zu den Bahnsteigen sind Treppen. Ein barrierefreier Zugang zu den Gleisen ist so nicht gewährleistet. Teilweise sind Gepäckbänder angebracht. Im Würzburger Hauptbahnhof treffen sich viele ICE-Züge aus ganz Deutschland. Es hält stündlich der ICE München-Essen. Etliche Züge fahren weiter nach Dortmund, einige wenige enden bereits in Köln. In der einen Stunde verkehren ICE-Züge von München nach Hamburg direkt und zur anderen Stunde wird der Zug in Hannover geteilt. Ein Zugteil fährt von dort weiter nach Bremen. Ebenfalls macht der alle zwei Stunden verkehrende ICE Wien-Frankfurt hier Station. Er verkehrt zweimal pro Tag sogar weiter nach Dortmund und einmal weiter nach Hamburg. Des Weiteren gibt es eine Reihe einzelner spezieller Zugläufe, wie zum Beispiel der ICE München-Wiesbaden, über Kassel, Paderborn, Dortmund oder etwa der ICE Nürnberg nach Hamburg, über Frankfurt, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Wuppertal, Osnabrück und Bremen. Intercities im Taktverkehr gibt es in Würzburg nicht mehr. Hier existieren nur einzelne oder wenige Zugläufe pro Tag, wie zum Beispiel die Intercities Passau bzw. München nach Hamburg oder der Intercity Hamburg nach Berchtesgaden mit Kurswagen nach Oberstdorf. Zum Teil fahren die Züge auch nur zu bestimmten Wochentagen oder Jahreszeiten. Außerdem fahren Nachtzüge den Würzburger Hauptbahnhof an, wie zum Beispiel ein D-Zug von Nürnberg nach Hamburg oder ein Euronight von Köln nach Wien.
Am Gleis 4 fährt ein moderner ICE-Zug der dritten Generation ein. Ausfahrt eines ICE-2-Zuges nach Hamburg und Bremen. Der Zug wird in Hannover geteilt. Einfahrt eines Neigetechnik ICET der Baureihe 411 nach Wien Westbahnhof. Ausfahrt des ICEs nach Essen. Diese ICE-Züge der dritten Generation sind geschaffen für die Steigungen auf der Neubaustrecke Frankfurter Flughafen Köln. Der Zug erreicht hier sogar in der Spitze 300 km/h. Einfahrt des Intercity Express nach Hamburg-Altona. Die durchgehenden ICE-Züge München-Hamburg werden wie hier mit den Triebzügen der Baureihe 401, das heißt mit den ICE-1 gefahren. Diese Züge bestehen fest aus 2 Triebköpfen und 12 Mittelwagen. Deswegen sind sie nicht in 2 Hälften teilbar. Auffällig ist zudem bei den ICE-1 das erhöhte Dach des Bordrestaurants. Thank you.
In der Gegenrichtung ist ein doppelteiliger ICE2 nach München unterwegs. Nach der ordnungsgemäßen Abfertigung geht die Reise für diesen Intercity weiter in die Hansestadt Hamburg, angeführt von der E-Lok 120-130. Der Intercity Königssee Hamburg-Berchtesgaden mit Kurswagen nach Oberstdorf wird in Augsburg geteilt. Bevor es mit dem Regionalverkehr weitergeht, hier noch ein paar Aufnahmen von Güterzügen, die auch regelmäßig den Hauptbahnhof von Würzburg besuchen. Würzburg enden bzw. starten 6 Regionalexpresslinien nach Frankfurt am Main, Stuttgart, Hof und Bayreuth, Erfurt und Bad Kissingen und 2 nach Nürnberg, einmal direkt über Kitzingen und einmal über Bamberg. Hinzu kommen 4 Regionalbahnlinien nach Bamberg, Schlüchtern, Reuchtlingen und eine nach Crailsheim. Ausfahrt der Regionalbahn nach Schlüchtern. Die Triebzüge sind der Baureihe 440 zugeordnet. Kurz darauf folgt die Regionalbahn nach Bamberg, ebenfalls ein 440er.
Ausfahrt eines Dieseltriebzuges der Baureihe 628 nach Crailsheim über Bad Mergentheim. Die Fahrt bis zur Endstation dauert über 2,5 Stunden. In die oberfränkischen Städte Hof und Bayreuth kann bis zum Fahrplanwechsel 2013 mit den Zügen der Baureihe 612 ohne Umstieg gereist werden. Ausfahrt der Regionalbahn nach Treuchtlingen. Die meisten Regionalbahnleistungen auf dieser Strecke erbringen diese Züge der Baureihe 440. Am Wochenende fahren bis Ende 2013 aber auch noch zum Teil 111er E-Loks mit N-Wagen. Dieser doppelteilige 440er fährt über Kitzingen-Neustadt-Aisch den direkten Weg in die Frankenmetropole Nürnberg. Diese zwei 612er fahren ins unterfränkische Bad Kissingen und ins thüringische Erfurt. Der Zug wird in Ebenhausen, ca. 14 Kilometer nördlich von Schweinfurt, geteilt. Die Regionalexpresszüge nach Frankfurt am Main werden mit E-Loks der Baureihe 146 gefahren. Dahinter sind wie hier Doppelstockwagen im Einsatz oder die sogenannten Moduswagen. Auf der Regionalexpresslinie nach Stuttgart kommen entweder 146er E-Loks mit Doppelstockwagen oder 143er E-Loks mit N-Wagen zum Einsatz. Dieser Regionalexpress nach Nürnberg, bestehend aus einem kleinen, dreiteiligen 442er, fährt als Franken-Thüringen-Express über Bamberg. Zum Abschluss zeige ich euch noch die Bereitstellung der Regionalbahn 58317 nach Bamberg. Sie wird extra für den mittaglichen Schülerverkehr eingesetzt. Das war mein Film über den Hauptbahnhof Würzburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen.